Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen. Es ist mal wieder derselbe Tag und es ist immer noch dasselbe Auto, der E36, mein Coupé. Die Koppelstangen konnte ich jetzt halt austauschen und jetzt sind die Querlenker dran. Ich mache die komplett neu, wieder verstärkte von Meile. Also hauptsächlich Problem beim E36 ist das Hydrolager. Das hat eigentlich die Aufgabe, Fahrstöße und so weiter abzudämpfen. Das, wenn man hier so richtig mal schaut, kann man das sehen. Also, aber es arbeitet. Problem ist halt, wenn das ausgenudelt ist, kann eben passieren, dass man beim Bremsen ein Vibrieren im Lenkrad spürt. Bei Bodenunebenheiten bekommt man jeden Schlag ins Lenkrad oder das Lenkrad wird verzogen. Und bei dem trifft aktuell alles zu. Es vibriert, es schlägt, es macht alles. Das Ding ist wahrscheinlich in die Fritten wie sonst was. Ich freue mich dann schon total, wenn das mit den Domstreben jetzt drin ist, mit den verstärkten Koppelstangen, mit den verstärkten Querlenkern. Das Ding fährt sich dann wie Formel 1 Auto, fast. Fehlt nur noch die Leistung. Leistung bekommt er nicht. Aber es soll sich gut fahren. Das ist das Wichtigste. Ja, was macht man bei den Querlenkern? Im Prinzip, Licht, wo bist du? Da ist Licht. Ich drehe mal kurz. Mit einer Hand, das ist doof. Yep. So, dann haben wir gesagt, hier hinten, die Schraube geht nach oben, ist an der Achse. Kann man sehen. Na, auf jeden Fall kommt die Schraube da oben raus. Beziehungsweise da oben hockt eine Mutter. Hier hockt eine Mutter. Und da die zwei Schrauben. Insgesamt sind es 4 Schrauben. Also insgesamt 8. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Das größte Problem wird, an die Mutter da oben ranzukommen. Auf jeden Fall habe ich schon mal alles wieder mit Rostbläser angesprüht. Dann kann ja alles nur noch einen Bach runtergehen. Ne? Eigentlich wollte ich schon fertig sein, es ist kurz vor 8. Ich wollte eigentlich aufrollen noch die Halle ein bisschen, aber ich denke mal, wenn das auch so schwierig wird wie mit den Koppelstangen und den Domstreben, ist es immer irgendwas. Dann komme ich nicht zum Aufbauen. Ich mache morgen wieder Arbeit und eine halbe Stunde muss ich noch nach Hause fahren. Auf jeden Fall lege ich jetzt los. Attacke! Kompletten Stabi weg. Es sind ja eh nur noch 4 Schrauben, von daher ist ein im Prinzip scheißegal. Ich hätte gleich mal eine Sportstabis kaufen sollen. So. Mal schauen. Aufpassen, die Lenkgetriebe-Manschette soll man nicht treffen. Weil, wenn man Pech hat, ist die dann nicht aufkriegen. Ja. Easy. Easy. Schau. Erstmal alle Schrauben anlösen. Yeah.
locker flockig. Ruck. Geht das auf. Toll. Die Haltung muss man dann auch noch montieren. Dann mach ich gleich mal. Die Halter kommen nämlich hier so dran. Immer dann fest, wenn er dann oben ist eingebaut. Ja. Jo. Der Kompressor wäre nicht schlecht. Das wäre wesentlich einfacher. Wesentlich schneller. Dann einfach nur noch den Quellinger rausziehen und den neuen quasi in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Lass mal kurz die Bühne runter und dann schauen wir mal, ob es will oder nicht. Ich habe es geschafft. Es ist alles fertig, alles eingebaut. Die Wischwasserpumpe, Koppelstangen, Querlenker, die verstärkten Domstreben. Ja, war ein bisschen mehr Geficke, als ich gedacht habe, aber... und wie ich das jetzt halt eingebaut habe, da ist mir leider der Akku verkackt. Sorry. Ich erzähl mal, also, hier neue Querlenker. Hier oben einfach festgezogen, die konnte man fast mit der Hand ganz runterdrehen. Und dann habe ich hier mit dem Getriebeheber hier den Ding abgenommen. Mit dem blanken Kopf habe ich dann einmal hier gegen gedrückt, hier dagegen gedrückt, nach was? Damit ich die Schraube festziehen kann, weil sonst dreht die durch. Dasselbe wie mit der hier. Einfach dann festziehen, bis es nicht mehr geht. Aber nach fest kommt ab, habe ich ja schon mal gesagt. Die kann man ganz normal festziehen mit der Ratsche. Ja, dann habe ich wieder den Stabilisator eingebaut. Habe ihn noch locker gelassen, damit ich besser die Koppelstangen einstellen kann, einbauen kann. Es ist einfach... dann einfach nur noch durchstecken, Motor drüber, fertig. Ja, aber schaut doch schön aus, wie das hier blitzt. Hier mit dem Edelstahlfahrwerk, den neuen Querlenker, den silbernen Koppelstangenkopf. Ach ja, schön sauber. Das freut mich. Und das Arschloch wird jetzt richtig gut fahren, hoffe ich. Ich schneide jetzt die Räder drauf und dann sage ich, dass ich nur losfahre. Und wenn ich losfahre, dann... Wenn ich dann zu Hause bin, gebe ich nochmal ein Feedback, ob sie was verbessert hat. Ich hoffe, wenn nicht, dann wisst das jetzt auch. Also dann, bis gleich. Das schaut aber schon verdammt geil aus. Ich liebe diese Domstrebe jetzt schon. Ich bin zwar noch nie damit gefahren, aber... Oh. Geil. Jo, man sieht sich. Ich bedanke mich fürs Schauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus, Le. Und, ach ja, nee. Verabschieden tue ich mich, wenn ich zu Hause bin. So, im Auto angekommen, zu Hause, vor der Haustür. Und ich bin begeistert, ich bin so happy. Ey, wie gut er sich jetzt mit den scheiß Domstreben fahren lässt. Boah. Also, nicht mehr dieses komische Wanken, wie auf Schienen, das ist richtig. Das gefällt mir richtig sehr doll. Das hätte ich jetzt nicht so krass erwartet.
ja, ob Vierzylinder oder Sechszylinder Domstrebe, scheiß drauf, jeden dem, was er gefällt. Auf jeden Fall, das ist schwer. Auf jeden, ach so, so, so ist gut. Auf jeden Fall, das Vibrieren am Lenkrad bei Bremsen von hohen Geschwindigkeiten ist weg. Und generell dieses Klopfen oder sonst wie das, wenn ich über irgendwas fahre, ist auch weg. Also ich denke mal, die Querlenker haben sich schon mal gelohnt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die halten. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen nervt, ist, das Lenkrad ist schief. Ich weiß nicht warum, aber das Lenkrad ist schief. Entweder war vorher irgendwie ein Bauteil schon verbogen und man hat dann, wo ich dann das Fahrwerk eingebaut habe, hat man es ja auch für Achs vermessen und ich weiß nicht. Normalerweise habe ich doch nichts. Ja, wohl. Wenn ich die Stabis anders einstelle. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe schon so oft bei, zumindest bei Ford, wo ich noch bei Ford gearbeitet habe, habe ich so oft Stabis und so weiter austauscht oder Querlenker und da musste man dann nicht irgendwie die Spur einstellen. Aber anscheinend muss ich das hier schon. Auf jeden Fall bin ich happy. Ich bin müde. Bin jetzt meine 20 Stunden wach. Ich gehe jetzt duschen und dann kenn ich. Jo. Also dann, servus Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ade. Bring the bass, bring the bass. The underground gem, that's throwing y'all some diamonds. Everywhere I go, I always stay shining. Round the clock grinding, 6 years rhyming. Soon, it's autograph signing. I'm in it for the long haul. Word to my boy Nick, who dropping tracks on the weekly, murdering your whole clique. Recording on the daily, my catalog is sick. 200 songs recorded in.